Hallo! Heute gibt es ein kleines Tutorial, wie ihr euch ein Tipptoy-Buch selbst machen könnt. In dem Falle, um zu zeigen, wie es funktioniert, habe ich jetzt kein Buch, sondern einfach nur mal eine Seite. Man sieht, die Startbuttons funktionieren. Und es gibt verschiedene Bilder, verschiedene Helligkeitsgrade, verschiedene Farbskalen, die, wie man sieht, auch alle funktionieren. Also es geht bis zu einem gewissen Helligkeitsgrad eigentlich relativ gut. Man sieht es auf dem Bild nicht genau. Man kann natürlich, wie bei den Originalbüchern auch, den Code erkennen, wenn man genau guckt. Und hier seht ihr, dass es also bei verschiedenen Farben und auch relativ dunklen Bildbereichen ganz gut funktioniert. Ich zeige jetzt einfach mal grob die Funktionsweise, was ich hier eingebaut habe. Das ist alles recht simpel. Es sind noch keine besonderen Skripts oder besondere Dinge implementiert. Da arbeite ich gerade an einem kleinen Test. Das kann ich vielleicht später im Video noch kurz zeigen. Ja, ansonsten funktioniert es also im Prinzip wirklich genau wie die Bücher auch. Also auch kleine Bereiche können markiert werden. Und ja, auch in den dunklen Bereichen. Hier klappt es gerade nicht gut, wenn man natürlich hier genau auf den schwarzen Bereich trifft oder auf den sehr dunklen Bereich, ist es teilweise schwierig, wenn man dann noch dazu den Stift schräg hält. Das ist also ein Spiel, was zu starten geht und auch bei nochmaligen Tippen beendet wird. Das heißt, hier seht ihr, dass also auch die Abfragen funktionieren. Wenn man das Falsche anklickt, kann also auch darauf reagiert werden und über Variablen Zuordnung natürlich erkannt werden, in welchem Status vom Spiel man sich befindet. Dabei ist wichtig, dass dieses Lupensymbol, was ich da verwendet habe, kein Originalsymbol von Tiptoy ist. Es gibt ja standardmäßig dieses Würfelsymbol oder diese Sterne etc. Es funktioniert hier aber einfach mit einer ganz normalen OID, über die sozusagen eine Variable definiert wird, wenn die OID angeklickt wird. Wenn das Spiel beendet ist, wie jetzt in dem Falle, wird natürlich die Variable auch wieder auf den Ursprungswert gesetzt, die das Spiel beginnt oder definiert, dass man sich im Spiel befindet. Das heißt, wenn das fertig ist, kann man auch ganz normal sich wieder im Bild bewegen. Oben sieht man Hörbücher. Und hier zeige ich nur, dass man über mehrmaliges Tippen dann entsprechend die Kapitel auch weiterspringen kann und auch sehr große und auch sehr lange Dateien problemlos einbinden kann. Es gibt nur bei einzelnen sehr großen Dateien natürlich, wenn man sagen, ein kleines Loading-Lag. Hier habe ich jetzt gerade für mich getestet, wo es funktioniert. Also auf den Rotwerten funktioniert es, aber auch hier ist eben das Problem, wenn man jetzt ganz genau auf so einen kleinen Reflexionspunkt trifft, der schwarz ist, da wird es natürlich schwierig. Aber ich habe es mit meinem Sohnemann ausprobiert, also die Kids sind das im Prinzip schon gewohnt, dass es auch scheinbar in den Originalbüchern hier und da Situationen gibt, wo es also nicht hundertprozentig funktioniert. Aber auch diese, ja, langen und großen Dateien sind eigentlich kein Problem. So, gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter in die Details zur Machart. Hier sieht man mal die OIDs, die hinterlegt sind. Ich habe es mal hier mit ein bisschen größerem Kontrast gedruckt, dass man sie ein bisschen besser erkennt. Die natürlich über dem Bild liegen. Und wichtig ist jetzt hier, dass ich, das zeige ich gleich nochmal an einem Screenshot. Das Bild an sich, was jetzt hier, ich habe absichtlich ein Bild gewählt, was verhältnismäßig dunkel ist. Es klappt natürlich viel besser auf simplen Bildern oder auf helleren Bildern.
Hier ist die Übersicht von ein paar OIDs. Das ist das Originalblatt von Ravensburger, was man sich im Internet runterladen kann. Natürlich das, was ihr jetzt hier seht, nicht. Das sind meine ergänzten Codes dann mit den jeweiligen Dezimalziffern zur Generation. Und dann die jeweilige Tiptoy-ID, die dahinter steht. Die im Prinzip über den über das Service-Menü des Tiptoy-Stifts, was ich jetzt hier mal kurz zeige, ausgelesen wird. Das heißt, ich drucke eine Dezimalzahl und gucke dann, für welche Tiptoy-ID steht das. Ja, ist chinesisch. Einmal nach oben drücken. Und dann hört ihr, dass also die jeweilige Zahl vorgelesen wird. Man muss die Zahlen 0 bis 9 sinnigerweise lernen, damit man hier die IDs sozusagen rückgekoppelt bekommt. Alle kleinen IDs ergeben nachher einen Startbutton. Die höheren IDs sind die ganz normalen In-Game-Spiel OIDs. Ja, und über den Weg kann man dann eben natürlich nachher in den Skripts die jeweiligen Tiptoy-IDs verwenden, um sich drauf zu beziehen. So, gucken wir mal ein bisschen in die Details rein. Das ist was, wo ich jetzt hier gerade ein bisschen ausprobiere. Das ist mittlerweile mein OID-Blatt. Also ich habe mittlerweile ein paar OIDs angelegt. Das muss ich deswegen machen, weil die OIDs, so wie sie generiert werden, über den Generator hier nicht so gut funktionieren, wie ich mir das erhofft hätte, weil einfach für den Stift die Abstände der Punkte nicht optimal sind. Deswegen verändere ich die immer noch mal leicht. Und zwar, dass sie dem Schema hier entsprechen. Dass also jeder Punkt des Außenrasters, was ja die Position für den Stift angibt, wo er lesen muss sozusagen, also die Viererkette in einer Reihe und dann hier unten den kleinen Ausbruch, alle also 10 voneinander entfernt. Und jeder Pixel, in Anführungszeichen, besteht also eigentlich aus 4 Pixeln. Und dieser Codeaufbau, den man dann natürlich auch hier in den Einzelcodes sieht, das sind also hier zwischen wirklich immer diese 10 Pixel, um diesen 4x4 Code hier zu generieren. Das wird gedruckt auf einem, ihr seht es unten rechts, auf einem 1200 dpi großen Bild mit der Größe jetzt hier 14.031x9906, was auch die Originalgröße der Datei ist bei 1200 dpi, die man bei Ravensburger runterladen kann, was diese, wie nennen sie es, Navigationsleiste für das Tierspiel darstellt. Das heißt, wenn man die als Grundlage nimmt und darauf seine entsprechenden Spieldateien oder Bilder druckt, hat man eine ganz gute Größe, die also sehr, sehr zuverlässig erkannt wird bei dieser OID-Anordnung hier. Ansonsten bei den OIDs ist es also mehr oder minder so, dass ich einfach gewisse Dezimalzahlen generiere, willkürlich mehr oder minder. Ich habe jetzt hier für das Spiel überwiegend 8004 bis irgendwo sonst wohin, 8040 oder so, generiert. Und dann zwischendrin noch ein paar ausprobiert, damit ich entsprechende Startcodes bekommen habe. Das war dann also hier so, dass ich zufälligerweise dann eben bei diesem 272 und 273er Dezimalbereich beim Generieren sich die ID 42 und 43 ergeben hat, die dann also als Startbutton dient. Das heißt, den brauche ich natürlich, wenn ich nicht einen schon bestehenden Startbutton missbrauchen und überspielen will, wie jetzt hier zum Beispiel den mir Ravensburger schon liefert für diese Tierspiele. Dann kann man diesen Startbutton natürlich ganz normal überlagern hier über dieses Bild. Zur Druckweise gebe ich gleich noch ein paar Infos, weil das doch eben das hauptsächlich das Problem ist. Hier ist jetzt gerade ein Test von einem neuen Spiel, was ich hier ausprobieren wollte. Da erzähle ich gleich auch nochmal zwei Sätze dazu. Gut, im Groben und Ganzen sieht das Ganze also so aus, dass wir, ich ziehe mir mal gerade den Editor hier rüber, müsste mir gerade mal das Cast nochmal aufrufen, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann hier. So.
Das ist also hier schon alles. Ne? Also es sind nur sehr wenige ORDs, die ich hier verwendet habe. Wird sicherlich noch weitergemacht. Mein Sohnemann hat Spaß dran. Die Product ID ist also die, die er mir im Service-Menü des Tiptoy-Stifts mit angeschalteter oder Anschalttaste und nach unten Taste gleichzeitig gedrückt. Dann einmal nach oben. Dann liest er eben in Chinesisch vor, um welche ID es sich handelt. Das ist natürlich dringend notwendig, weil ich die IDs kennen muss. Ansonsten kann ich natürlich hier in den YAML-Files, die hier generiert werden über das TT-Tool, übrigens vielen Dank für das Tool, was per Reverse Engineering da einiges rausziehen kann aus den Dateien. An sich, ja, Game-ID. Sprich, vom Startbutton muss natürlich eingetragen werden. Diese Sachen sind hier alle variabel, können alle verändert werden. Lest euch da schlau auf der entsprechenden Seite, wo also die Dinge auch bezogen werden können. Und zwar hier oben bei GitHub und dann über den guten Joachim Breitner, der also dieses Tool geschrieben hat. Das hat auch einzig und allein völlig ausgereicht, um alles zu generieren. Also wir brauchen keine Detailkenntnisse über die Spiellogik oder über verschiedene Dinge, weil man mit der ganz einfachen Variablenzuordnung, die existiert und die problemlos machbar ist, eigentlich alles realisieren kann. Das sieht man hier ganz gut. Also oben die Variablen, die ich jetzt hier definiert habe, hätten nicht definiert werden müssen, weil standardmäßig sind sie sowieso alle null. Ist aber für mich immer ganz gut zur Übersicht, was ich verwendet habe. Die entsprechenden Nummern entsprechen den jeweiligen Soundfiles, die abgespielt werden. Dabei erkennt er hier unten, wie das File aufgebaut sein muss, dass es sich also im Ordner Cars Media befindet und dass es die ja, entsprechende Nummer als Endung hat, die also hier auch auftaucht. Das sieht dann nachher im Ordner selber so aus, wie bei den Standardspielen auch, so dass er also das problemlos finden kann. Ansonsten ist es also so, dass diese Variable 30 für ein Hörbuch steht. Das heißt, die ist standardmäßig auf 0. Es wird abgefragt, ist sie 0? Wenn ja, setze auf 1 und spiele dann eben das Hörbuch ab. Wenn man nochmal auf das gleiche Feld tippt, setzt die Variable, wenn sie auf 1 ist, wieder auf 0, also auf den Standardwert und gibt das Soundfile 102 aus, was eben dann sagt, das Hörbuch wurde beendet. Das gleiche hier bei den Kapiteln. Da als Variable die 40, wenn sie 0 ist, setze auf 1, spiele die ersten Soundfiles ab. Jedes Mal, wenn ich wieder drauf tippe, fragt er eben ab, wenn es 1 ist, wenn es 2 ist, 3 ist, 4 ist, 5 ist und so weiter. Dann spiele eben das entsprechende Kapitel ab, setze danach 1 hoch und am Ende beim letzten Tippen wieder auf 0. Die 79, also die Tiptoy-ID mit der 79 hier am Ende, in meinem Fall 12279, das ist der Lupe-Button, also der Suchmodus hier. Da wird also dann die Variable 60, was die sozusagen Spielfunktion darstellt, eben entsprechend auf 1 gesetzt. Vorher wird abgefragt, ob die Variable 50 auch auf 0 ist. Die Variable 50 steht für das Spiel an sich und die Variable 60 stellt den Spielfortschritt dar. Das heißt, wenn die Variable 5, also wenn das Lupenfeld angetippt wird, wird die Variable 50, also der Spielmodus, aktiviert, indem die Variable auf 1 gesetzt wird. Wird nochmal drauf getippt, wird sie wieder auf 0 gesetzt. Gleichzeitig wird die Variable 60 auf 1 gesetzt, weil die erste Aufgabe beginnt, wo gefragt wird, weiß gar nicht, ich glaube nach Big Ben wird als erstes gefragt. Das ist deswegen wichtig, dass wenn dann einer auf Big Ben tippt, sagen wir mal, das hier wäre Big Ben, dass also dann eben hier abgefragt wird, okay, befinden wir uns gerade im Spielmodus? Das ist dann der Fall, wenn die Variable 60 eben auf 1 ist. Dann spiel eben den Sound ab, okay, du hast Big Ben gefunden, setze Variable 60 auf 2 und also sozusagen fürs nächste Suchfeld. Ist das Spiel nicht gestartet, ist die Variable 50 auf 0, dann spiel eben den ganz normalen Big Ben Sound ab. Und so führt sich das dann hier fort. Variable 60 ist dann auf 2 für das nächste Bild. Weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, hier unten das Auto.
Dann, wenn die auf 2 ist, setze auf 3 für das nächste zu Suchende und spiele eben den Sound ab. Bis 50 auf 0, spiele den normalen Sound ab, etc. Das heißt, für alle suchspielrelevanten ORDs muss eben die Abfrage da sein, ob sozusagen man sich auch im Spielmodus befindet. Das ist hier nachher nochmal ganz interessant bei zum Beispiel, wo ich jetzt, sagen wir mal, für die Kids dann eine Verwechslungsgefahr sehe, wenn also jetzt beispielsweise nach der Tower Bridge oder nach dem Eiffelturm gefragt wird, dann ist es natürlich vielleicht auch interessant zu sagen, wenn jetzt, weiß nicht, wenn das jetzt hier zum Beispiel die Tower Bridge ist, ich müsste nachgucken, genau, ist die Tower Bridge. Das war also, wenn wir uns in einem Spielmodus, wo 60-1 ist, wo also vielleicht nach Big Ben gefragt wird, sollte das der Fall sein und es tippt einer auf die Tower Bridge, dann frage ich eben hier ab, okay, Spielmodus an, ja oder nein, mit der 50 auf 1. Und wenn aber wir uns erst im ersten Step des Spielmodus befinden, dann spiele eben den Sound ab, wo gesagt wird, nein, nein, das ist nicht Big Ben, das ist doch die Tower Bridge. Sind wir aber im richtigen Spielmodus, heißt die 60 auf 5 und Spielmodus generell aktiviert, dann spiele eben den Sound, okay, wunderbar. Ist Spielmodus nicht aktiviert, dann eben den ganz normalen Standardtext. Das funktioniert grundsätzlich natürlich logischerweise gut, ist aber auch noch mal ein ganzes Stück komplexer möglich. Beispielsweise über das Ding, was ich also hier dann habe, wo auch hier wieder ein Spielmodus, ein Erklärmodus mit ganz normalen ORDs, die entsprechend auch drüber liegen, existiert. Bei dem Übungsmodus oder Erklärmodus wird es also so sein, dass man hier anhand dieses Bildes erklärt, was zu machen ist, nämlich Zahlen nachzeichnen entlang der Linien. Und das Interessante ist eben, dass man anhand der Variablendefinition auch ganz klare Dinge machen kann, die also so zum Beispiel aussehen, dass man hier den Stift auf das gelbe Feld aufsetzt, mit dem Stift ganz normal hier weiter rüberzieht, die zwei entlang. Er dann aber nicht jedes Mal den Code wieder neu erkennt, weil er entsprechend eine Variablendefinition gesetzt bekommen hat. Und erst dann, ich glaube irgendwo hier in dem Bereich, hatte ich das definiert, also rechts oben, dass also eine neue OID kommt, damit eben für das Script dann nachvollziehbar ist, okay, hat er diesen Bereich auch durchlaufen und geht es dann entsprechend hier weiter. Und so kann ich also abfragen, wie ist der Stift gelaufen in dem Falle, also wo entlang hat er sich bewegt. Das ist natürlich ja, ganz interessant für Bewegungsdinge, Buchstaben zeichnen, hier Zahlen nachzeichnen oder auch nachher Formen und so weiter und so fort, was man da noch mit alles machen könnte. Da bin ich noch ein bisschen am Rumtüfteln derzeit, aber es funktioniert grundsätzlich schon. Ist dann nachher etwas komplexer, was die variablen Abfragen angeht, weil er natürlich, man muss eben darauf achten, dass er nicht die ORD dann jedes Mal, wenn ich drüber ziehe mit dem Stift, dann eben wieder neu als korrekt einliest und die Soundfiles abgibt und auch natürlich erkennt, okay, wo war ich zuletzt in welcher ORD und wo muss ich hin? Das heißt, er muss dann natürlich auch merken, wenn ich jetzt mit dem Stift von hier oben direkt nach hier unten gehe, dass er dann sagt, nee, nee, das war aber jetzt falsch, fang nochmal von vorne an. Oder wenn man grundsätzlich am Anfang den falschen antippt, dass er auch sagt, nein, nein, die zwei fängst du von oben links an, geh bitte auf den gelben Knopf oder Button. Wobei es kein Button in dem Sinne ist, es bräuchte nicht die Kreise. Das ist jetzt hier bei der 2 nur so, weil das eben der Tutorial-Modus ist sozusagen. Bei den übrigen Zahlen wird es dann also so sein, dass man dann entsprechend auch den Hinweis bekommt, wenn dann hier unten drauf getippt wird, dass also dann einfach gesagt wird, nein, nein, die 2 muss oben angefangen werden und man dann aber nachvollziehen kann, welcher Weg gegangen ist. Gut, das hier müsste ich vielleicht noch wegmachen, das macht nicht allzu viel Sinn. Ja, gut. Das also auch nochmal zu den Spielmodis, dass es also völlig in dem Sinne irrelevant ist, ob man die Spiellogik oder den Aufbau des Tiptoy-Stifts bezüglich Spielen, Spielrunden etc. versteht, ist also alles ohne weiteres ganz normal mit den Variablen machbar. Gut, das nächste Wichtige jetzt zum Erstellen der Bilder. Hier ist es also so, dass ich komplett eine Overlay-Ebene hier habe, die also komplett über diesen
Bild liegt. Das sieht man ganz gut, wenn ich die wegmache, was dann passiert. Wir haben also hier ganz viel schwarz oder dunkle Anteile. Diese Overlay-Ebene ist eigentlich nichts anderes als ein Export des Bildes in seine CMYK-Bestandteile, wobei der K-Anteil dann nachher als negativ dargestellt wird und eben entsprechend über die ganzen schwarzen Anteile nochmal drüber gelegt wird. Dadurch erhalte ich alles, was schwarz ist, erstmal als grau und habe so die Möglichkeit, also auch da Codes drüber zu legen. Dann gibt es noch, wo trotzdem noch besonders dunkle Stellen sind, kann man dann also auch innerhalb dieser Overlay-Ebene, die an sich eine Transparenz hat, nur zu 20% selber sichtbar ist. Über den Weg, ich kann es hier mal ganz kurz zeigen, wenn ich jetzt irgendwas. Ups, wo ist meine Maus hin? Da ist sie. Wenn ich jetzt irgendwas heller machen will, kann ich also dann einfach nur durch diese Ebene hier entsprechend grob drüber gehen, habe dann das ganze Ding, hier ist jetzt natürlich der Pinsel etwas groß, aber im Prinzip aufgehellt. Das heißt, wenn ich trotzdem noch irgendwo schwarze Anteile habe, die ich nochmal heller kriegen will, habe ich das hier mit im Prinzip ganz einfach die Möglichkeit. Hier sieht man jetzt, wie die OIDs hier schön drüber liegen. Ja, die Ränder kann man natürlich selbst bestimmen. Ich habe das ein bisschen großzügiger gemacht, einfach weil es dann einfacher nachher zu spielen ist und auch weil der Druck nicht zu hundertprozentig gut funktioniert. Manchmal verschiebt sich ein bisschen. Das hängt oder mit der Technik zusammen, die ich jetzt hier benutzt habe. Und zwar drucke ich also zunächst das ganze Ding entsprechend ohne die OIDs. Das heißt, ich mache das ganze Bild fertig und drucke das ganz normal auf einem Farblaserdrucker. Bei den Druckeinstellungen selbst habe ich immer noch mal die Sättigung ein bisschen runtergesetzt, das Ganze ein bisschen heller gemacht. Aber ihr habt ja auf dem Video gesehen, wie es nachher rüberkommt. Es sieht also nicht so blass aus, wie es jetzt hier wirkt. So, wenn ich das fertig habe und habe die A4-Datei ausgedruckt, dann nehme ich alles andere weg und drucke nur die Codes. Allerdings die dann wiederum nicht auf meinem Farblaserdrucker, sondern auf einem Schwarz-Weiß-Laserdrucker. Das ist in dem Fall ein Samsung ML2165. Der ist also in der Lage, mit den feinen Einstellungen die Codes eben auch relativ sauber auszudrucken. Das kann aber jeder für sich testen. Also im Prinzip ist es so, dass jeder, der dieses Ravensburger-Ding hier aus, und das kann fast jeder, ausdrucken kann, der müsste auch in der Lage sein, ein entsprechendes Bild überdrucken zu können. Da ist es eben aber wichtig, dass die Punkte trotzdem schwarz rüberkommen. Es darf also kein Grauanteil sein. Das Bild kann also ruhig in Schwarz-Weiß gedruckt werden. Und sie dürfen eben nicht verwaschen sein. Also es muss ein sauberes Druckbild sein. Die Einstellungen müssen auch fein sein. Bei dem gibt es dann nochmal eine zusätzliche Option, für feine Muster oder irgendwas in der Richtung. Und das funktioniert also sehr, sehr gut. Und dann wird im Prinzip das Papierformat entsprechend nochmal komplett gleich genommen. Ich habe dann blende im Prinzip nur die anderen Ebenen alle komplett aus. Gehe dann in den Seitenlayout-Modus, druck dann als erstes die Bilddatei. Jetzt habe ich hier zwar beides angezeigt, Bild und Codes. Das würde ich im Normalfall natürlich sinnigerweise nicht machen, weil es also ganz wichtig ist, dass die Codes im Nachhinein drüber gedruckt werden. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Und in meinem Fall ist es dann auch nochmal so, dass also der Laserdrucker, das ganze Ding wichtig ist, dass hier nicht skaliert wird. Also das Bild muss wirklich in der Größe bleiben, wie es ist. Er würde mir sonst jetzt hier ins Druckraster einpassen, was er drucken kann, den Bereich. Das wollen wir aber nicht, weil diese Originalgröße zwingend erhalten bleiben muss, so wie sie ist. Und wenn das gedruckt ist, das ganze Ding, gehe ich gerade nochmal in den Bearbeitungsmodus, lass mir dann nur die OIDs anzeigen und muss dann bei mir das Ganze nochmal gerade einen kleinen Tick, 4 Einheiten nach unten ziehen, weil einfach die Druckausgabe von Drucker zu Drucker verschieden sein kann. Das heißt, die Codes sollen dann natürlich aber nachher trotzdem genau da drüber liegen, wo sie auch hingehören. Ansonsten kann es passieren, dass es ein bisschen verschoben ist. Möglicherweise gibt es auch einen Farblaserdrucker, der es beides hinkriegt. Meiner kriegt also diese Punkte nicht hin. Das heißt, wenn ich die drucke, auf Weiß geht's, aber auf den Farbebenen also keine Chance. Der Stift erkennt es also sehr, sehr schlecht. Und mit dem Schwarz-Weiß-Laserdrucker da dann nochmal drüber zu drucken, funktioniert einwandfrei.
Ja, im Großen und Ganzen ist es relativ simpel. Es hat ein bisschen gedauert, das auszutüfteln mit den Druckeinstellungen selber. Aber es funktioniert eigentlich alles recht intuitiv, will ich mal so sagen. So. Zu dem Tool selbst, was also die Files nachher zusammenführt oder auch die Game-Dateien erstellt, da kann ich also nur empfehlen, sich also hier wirklich dieses Tool runterzuladen, das TT-Tool, und sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, um die Grundfunktionsweisen zu verstehen. Es ist auch sehr intuitiv aufgebaut. Ich kann gerade noch mal die Hauptbefehle zeigen. So. Das Tool ist also, wird ganz normal in der Command-Box ausgeführt und ist also in der Lage, die, ich sag mal, Originalspieldateien zu exportieren. Das ist ganz schön, um sich den ein oder anderen, das ein oder andere Skript anzuschauen. Kann auch dann nachher diese YAML-Dateien, die es aus den Game-Dateien erstellt, ganz normal wieder zusammenführen. Nimmt dann automatisch eben entsprechend die Dinge so, wie wir sie hier eingegeben haben. Und hier benutze ich das Notepad++. Das ist eigentlich ganz komfortabel. Speichert mir immer alles automatisch zwischen. Ich habe also alles immer wieder parat, wenn ich es öffne. Das gefällt mir immer ganz gut. Es gibt sonst noch eine Reihe anderer Funktionen, die aber weniger hilfreich sind. Zum Beispiel die Product-IDs in Dezimalzahlen, weil das alles ein bisschen sehr verwirrend ist. Da also die Dezimal Werte an sich relativ wenig mit den Tiptoy-Werten zu tun haben, ist aber egal, weil es ja über den Debug-Modus im Prinzip zwar in Chinesisch, aber ja, doch relativ simpel und schnell auch händisch ausgelesen werden kann. Also ich habe da jetzt keine Notwendigkeit, die Systematik dahinter zwangsläufig zu verstehen. Wäre dann interessant, wenn man sich sehr viele Startbuttons erstellen will oder muss, dann ist es natürlich mühselig, das alles jedes Mal rauszusuchen. Ja, also damit am besten wirklich mal auseinandersetzen, dass man hier grob die Funktionsweise verstanden hat, weil was das Ding dann macht, ist also, dass es wirklich einfach die entsprechenden Dateien exportiert. Man erhält eine YAML-Datei und die entsprechenden Soundfiles aus dem Export, was dann hier automatisch im Media-Ordner abgelegt wird. Das heißt, ich kann ganz einfach auch dann sehen, okay, welche Soundfiles stecken hinter welchem Spiel, habe die entsprechenden Skripts hinten dran und kann mir dann ja, meine eigene Datei daraus ganz einfach machen, indem ich nur die Product-ID umändere, die also in jedem Standardfile hier unten dann zu finden ist, auf meinen eigenen Startbutton, suche mir dann die OIDs raus, die ich selber generiert habe, lösche alle anderen raus und füge das Ganze wieder zusammen. Und so lädt er dann automatisch die entsprechende Datei, nur über diese Definition hier. Ganz interessant ist vielleicht auch, dass man natürlich auch ohne weiteres in der Lage wäre, die Spiele, die jetzt, sagen wir mal, das Kind am häufigsten spielt, einfach auch alle hernimmt, über einen Startbutton ansteuert und man kann dann theoretisch auch zwei, drei Bücher nebeneinander liegen haben, ohne immer den Startbutton anklicken zu müssen, wenn man einfach nur die jeweiligen Codes hier aneinander kopiert, in eine neue Datei speichert und hat dann ja, simplerweise alles einfach beisammen in einer Datei, ohne die Startbuttons der einzelnen Bücher aufrufen zu müssen. Das funktioniert also auch alles problemlos. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Also ich kann gerne die ein oder anderen Detailfragen da nochmal beantworten. Aber es ist natürlich schon notwendig, dass also jeder sich nochmal vom Ding her mit den Funktionsweisen des Programms auseinandersetzt. Und dann, denke ich, kann man für sich ausprobieren, wie das Druckergebnis nachher am besten passt. Und dann sollte es also gerade auch für einfachere Bilder, die vielleicht ein bisschen heller sind oder vielleicht selbst gezeichnete Bilder, ohne Probleme möglich sein. Dass es hier mit den auch recht dunklen Farben so gut funktioniert, ist also eben die Optimierung der Druckeinstellungen des Bunt- oder Farblaserdruckers und des Schwarz-Weiß-Laserdruckers. Das muss vielleicht für die jeweiligen Bedürfnisse nicht unbedingt jeder für sich machen. Oder vielleicht will auch jemand einfach nur irgendein gewisses Spiel, was schon existiert,
nur ergänzen mit eigenen Soundfiles oder eigene kleine Skripte hinzufügen, dass vielleicht noch eine Datei zusätzlich erstellt wird. Das hatte ich mit dem McDonald's-Buch da gemacht. Da gibt es so eine schöne Seite mit Meerestieren und Unterwasserlebewesen. Und dann hatte ich zu jedem Bildchen, was jetzt hier der Clownfisch ist zum Beispiel, dann aus Findet Nemo nochmal ein paar Dateien mit drangehangen und solche Spielchen. Das kann sowieso natürlich jeder selber machen. Und wenn es dann ans eigene Drucken geht und da noch Probleme sind, frag gerne nach in den Kommentaren. Ich gucke, dass ich also so viel wie möglich beantworten kann. Und ansonsten seid ihr also wirklich hier bei diesem GitHub-Projekt am besten aufgehoben. Da ist also alles wunderbar erklärt. Zwar in Englisch, wer das nicht hinbekommt, kann also wie gesagt gerne auch nochmal nachfragen. So, viel gefaselt, keine Lust mehr. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Ausprobieren.